Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Heute mal an einem wunderschönen Samstagabend, fast Abend, wie üblich bei mir. Auch wenn es mein Urlaub ist, ich schaffe es irgendwie nicht, beziehungsweise ich will auch nicht morgens großartig früh aufstehen, denn dafür hat man ja Urlaub, nicht wahr? Hoppala. Unsere lieben Mitarbeiter sind damit beschäftigt, hier alles Mögliche abzubauen und wieder aufzubauen, was ich sehr gut finde. Und mir fällt gerade, beziehungsweise mir ist gerade eben aufgefallen, hier fehlt ein Haufen Lampen. das habe ich jetzt erstmal prinzipiell was gegen. Da und da und da und da. 1, 2, 3, 4, 5. Oder wo habe ich die denn hingesetzt, die Lampen? Ja, auf die mittlere Stufe, okay. Also dahin und dahin und dahin und dahin. Eine Lampe musst du nur bezahlen, die kostet mich jetzt $30, okay. 30 Euro in diesem Fall. Passiert. Ansonsten ändert sich unsere To-Do-Liste im Endeffekt nicht. Wir haben dummerweise das Problem, dass wir hier diesen Forest-Tier-Bots nicht effektiv nutzen können. Und ich würde viel, viel lieber anfangen, hier die ganzen Sachen zu demontieren, sodass wir hier ein bisschen was nutzen können. Pflanz-Setzling, nee, danke. Wir gehen auf Abreißen von all diesen Sachen. Gehen wieder auf Demontieren von den ganzen Lampen hier. Denn ich möchte ja hier eine riesengroße zentrale zentrale Küche hinbauen. Das heißt, wir haben hier richtig was zu tun, diese Folge, wenn wir das schaffen wollen. Denn mir geht es auf die Nerven, dass sich da oben die Küche, die so gegenseitig nicht so einig sind, wo was jetzt wer macht. Und das heißt, um das jetzt ein bisschen zu optimieren, sollten wir das hinkriegen. 8 neue Insassen kommen. Wir haben Platz für 6. Ah, juckt mich nicht. Für jeden Insassen kriegen wir ja Geld, der am Tag hier ist. Und der kostet uns natürlich leider auch Geld. Aber ich habe die jetzt lieber hier. Und dann sollte sich das irgendwie schaffen können. 3 kostet uns nichts. Das heißt, wir bauen jetzt hier diesen kompletten Weg und den kompletten Weg aus Dreck nebenbei. Bauen den quasi sozusagen ab, damit ich hier hinterher einfacher drauf bauen kann. Und danach müssen wir unser Lager irgendwo anders hin positionieren. Wir haben jetzt natürlich hier und da, hier später auch da, einen weiteren Raum zur Verfügung. Leider weiß ich nicht, ob das so effektiv ist, da das Lager hinzubauen. Ich würde schon fast dazu tendieren, die Besucherzimmer ebenfalls nach da und nach da zu legen, um quasi, die ganzen Funktionen zentral zu haben. Wo haben wir denn unser Besucherzimmer? Da. Das Besucherzimmer hier möchte ich bitte auf der Größe haben und wir brauchen dafür die Sachen aus dem Besucherzimmer. Das heißt, wir werden jetzt hier demontieren. Den. 2 Stück lassen wir mal stehen. Morgen kommen garantiert zwei Leute werden noch entlassen und morgen kommen 8 neue rein. Wir haben Platz für 6, das heißt, das ist ideal zu vereinbaren, wenn unsere lieben Kollegen sich denn hier zwar bald geschafft hätten, alles Mögliche abzubauen und zu demontieren. Da hängt sich das Spiel gerne auch mal ein bisschen auf. Wie gesagt, ist noch ein bisschen Alpha-Version-lastig, natürlich, weil ist halt eine. Das heißt, die hier schlafen gerade auch nice, mitten neben der Baustelle. Der Typ ist Beste, er hat hier einfach mal komplett zu tun. Alter Vater, wir haben hier richtig was zu tun, muss ich mir ehrlich gesagt sagen. Und sobald die hier hinten... Ah, das hier hinten haben sie schon gemacht. Ja, wie nice ist das denn bitte? Aber wir haben in dem Raum hier eigentlich noch quasi gar keinen Platz. Entschuldigung. Uns hier irgendwie auszubreiten. Aber egal, wir setzen jetzt mal da einen Besuchertisch hin. Da, da, da. Ansonsten weiß ich noch nicht. Gucken wir mal da, 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 da. Und ansonsten können wir hier vielleicht da und da noch einen Besuchertisch hinsetzen. Wobei nicht so, sondern da und da. Dann hätten wir auch wieder einen symmetrischen Besucherraum. Ein zweiter folgt ja hinterher noch. Wir demontieren dafür jetzt die beiden Sachen auch noch und sagen Räume. Das ist kein Besucherraum mehr. Aber das dafür. Ja, das heißt, über Nacht kriegen die quasi wieder allen möglichen Scheiß neu.
Was ja auch nicht schlecht ist. Jetzt müssen wir nur überlegen, wo schließen wir die hier dran an, wenn wir hier unser Stromnetz weggebaut haben, was wir jetzt getan haben. Das wird sich irgendwie zeigen. Die beiden werden jetzt noch nicht demontiert. Das heißt, wir bauen jetzt ein neues Lager. Wo ist das denn? Das müsst ihr... da. Das heißt, wir bauen einen neuen Storage. Aber ich musste mir mal eben die Verkabelung unter dem Ding hier angucken. Das hier ist das neue Storage. Das Gebäude denke ich mir einfach mal weg. Das wird jetzt schließlich am Ende zu einem großen Gebäude hier. Wo können wir denn effektiv... Warum steht denn hier eigentlich immer noch, dass das Gebäude ist? Das ist doch Bullshit. Noch irgendwas abreißen? Irgendwas abreißen hier irgendwo? Nicht? Wer ist es? Wo können wir denn am besten mal ein Lager hinbauen? Weil... Und auch die zwei neuen Generatoren für hier halt eben das hier. Ich weiß nicht mal, ob wir zwei neue Generatoren brauchen. Nur ist es einfacher mit zwei neuen Generatoren, weil wir die dann zentral setzen können. Ich möchte ja sowieso am Ende hier mal, das können wir jetzt mal unter Forschung machen, Expansion freischalten, dass ich hier hinten oder auf der Seite die Baumschulen hinbaue und dafür dann die hier komplett wegmache. Dann könnten wir technisch gesehen den Generatorraum auch mit hier hinsetzen. Oder wir machen da halt noch ein entsprechendes, keine Ahnung, was denn. Doch, wir bauen den Generatorraum hier hin und gleichzeitig darunter ein Klassenzimmer. So, das ist jetzt abgemacht, so machen wir das jetzt. Ankunft neuer Insassen in 2 Stunden, das ist in der Tat berechtigt. Die Baumstumpf hier müssten irgendwann mal verschwinden. Wir gehen auf Räume, wir sagen Lager. Wir weisen dem hier einfach komplett ein riesengroßes Lager zu. Sagen auch gleichzeitig, das hier ist keins mehr. Und wir sagen gleichzeitig abreißen. Alles. Viel Spaß. Das heißt, die haben ja noch richtig was zu tun, unsere lieben Mitarbeiterchen. Das ist das Schöne, wenn so ein Knast halbwegs gescheit von alleine läuft. Dann gibt es keine großen Probleme. Haben wir hier auch eine Lampe mit abgebaut? Ja, haben wir. Gut. Aber das war's. Gut. Die Personaltüren hier und sonst was, die müssen wir natürlich auch wieder demontieren. Ach, da können wir, ach doch, die beiden und die beiden. Und, ach so, Personaltür, demontieren, die beiden. Richtig was zu tun. Und hier sieht es jetzt aus wie Sau. Aber okay, wir gehen mal auf Dreck. Warum können wir hier eigentlich noch nicht? Fundamente, planieren. Tun wir das Fundament hier übrigens jetzt auch. Zack, zack. $60 für eine Lampe mussten wir noch ausgeben, okay. Ansonsten warten wir jetzt, bis diese Baumstumpfen verschwunden sind. Ihr sitzt jetzt hier natürlich ein bisschen im Dunkeln, ich weiß, es tut mir leid. Aber ich kann es nicht ändern. Das heißt, wir bauen jetzt hier quasi alles Mögliche zurück. Und können effektiv hinterher hier eine riesengroße Küche hinbauen. Was ja super ist. So, unsere lieben Mitarbeiter sind hier, glaube ich, eh noch 100 Jahre mit beschäftigt. Die Personaltiere können... wegwerfen. Da ist wieder einer unter Drogenbesitz. Na gut, okay. Wirft Stefdor weg. Das muss er noch machen. Ja gut, unsere Mitarbeiter sind natürlich jetzt gerade hoffnungslos überfordert. Auch mit der Menge an Müll. Die wird hier kaum irgendwo hinpassen. Außerdem machen wir gerade in der Zeit natürlich gar keinen Gewinn, weil keiner irgendwas von diesen Sales wegschmeißt. Wir sind natürlich jetzt gerade perfekt ausgelastet. Oh, wie schön. Achso, ich muss da runtergehen. Wunderte mich schon. Essen mit 3 neuen Mahlzeiten am Tag, okay. Das funktioniert soweit. Gefangene machen wir zu. Wir haben schon genug. Würde ich mal grob behaupten. Wir müssen sowieso mal warten, bis wir wieder genügend Geld überkriegen. Hier ein paar Schattenfails. Ist auch mal ganz nice. Da brauchst du nicht putzen, ist Baustelle. Aber mach ruhig, wenn du deine Arbeit damit totschlagen willst. Ein paar Stefdors haben wir offenbar auch weggeschmissen. Naja, gut, machst du nichts dran. Gut, alles abgebaut. Das Klischee der Alpha-Vision, dass das hier nie funktioniert, ist damit offiziell auch ein wenig widerlegt. Das heißt, der hier installiert jetzt noch irgendwo eine Lampe. Sehr schön. Zack, noch einen Stromverbraucher mehr. Und das heißt, wir können jetzt hier irgendwann eine große, große, große Küche hinbauen. Kantine und Küche. Das heißt aber, wir haben hier hinten noch ein Lager. Ein Lager. Wo wir noch Platz quasi drin
nutzen könnten. Ich geh mal gerade auf Räume und guck mir mal noch an. Wir haben natürlich noch gar keine Wäscherei wieder, ne? Das heißt, ich würde fast schon den Vorschlag machen, das hier gar nicht als Lager zu deklarieren. Sondern ich würde jetzt sagen, wir nehmen uns Wände. Und sagen jetzt hier, logischerweise ist 1, 2... Logischerweise ist ein Maß von 20, das heißt, wir sagen hier bei da und sagen ein Maß von da. Ist das korrekt jetzt gewesen, was ich gemacht habe? 6 und hier auch 6. Und sagen beispielsweise, okay, wir machen hier noch eine Wäscherei. Wir machen hier noch Wäschereien hin. So würde ich das ausdrücken. Wobei, nee. Ich weiß nicht, diesen Raum kann man immer so schwer effektiv noch... Oh, Q ist ranzoomen und R müsste dann rauszoomen sein. Nee, E ist rauszoomen. Ach, wie geil. Das geht auch. Okay, gut zu wissen. Sonst würde ich den Vorschlag machen, wir machen jetzt hier raus. Jetzt im Endeffekt, das, wir machen jetzt hier mal das, wo ist denn hier Lager? Lager? Lager. Das hier ist alles Lager. Ausgenommen der Tatsache der Wäscherei. Das heißt aber, die müssten hier mal langsam anfangen zu bauen. Leider sind die noch ein bisschen überfordert damit. Das hier ist also auf definitiv schon Wäscherei. Ist erstmal gar kein Raum, würde ich sagen. Gut, ich helfe euch ein bisschen. Weg damit. Weg damit. Das ist die Wäscherei. Und das hier ist euer Lager. Und das hier ist euer Lager 2. Sehr schön. Gut, die Wäscherei braucht natürlich auch Türen. Die bekommt Personaltüren. Exakt 2. Und ihr bekommt in eurem Lager natürlich auch noch ein paar Lampen. Brauchen wir sie da. Warum haben wir eigentlich so wenig Waschmaschinen effektiv auf Lager gehabt gerade? Weil eigentlich dachte ich, durch den Abbau hier oben sollten wir was übrig haben, ne? Wegwerfen. Haben wir aber offenbar nicht. Hm, keine Ahnung, warum. Wir müssten dringend, glaube ich, hier unsere... Warum muss ich die schon wieder neu kaufen? Habe ich die alle versehentlich... Naja, passiert. Kriegst du noch eine Hydraulikpresse? Naja, egal. Man sieht schon, wir müssen hier gerade echt verdammt viel Geld ausgeben und verdammt viel aufbauen. Damit wir hier endlich mal unseren Knast zu einer neuen Ordnung verhelfen. Weil sonst funktioniert hier irgendwie nichts mehr so wirklich Premium. Zack, zack, Kinders. Es sieht jetzt hier natürlich total toll aus, durch die Anordnung hier, aber das baut sich ja hinterher wieder zu einem schönen Stückchen zusammen. Zusammenbauen. Und gleichzeitig wieder Dismantle Utility bei dem Teil hier. Das Ganze ich gleich auch mal mitmachen. Gerade aufgebaut und schon wieder abgebaut. Doof gelaufen. Machst du nix. Gleichzeitig auch auf Einrichtung gehen und meinetwegen auch schon die nächste Hydraulikpresse dahinsetzen. Vielleicht werden wir die Hydraulikpressen hinterher alle ersetzen durch nur Sägen, weil wir hinterher durch die Bäume allein, die wir jetzt hier hinten ankaufen. Ich guck mal gerade, wie viel das Gelände hier hinten kosten wird. Gesamte Fläche 9000 Quadratmeter, $45.000. Genau. Tode einer heute. Na toll, nicht schon wieder. Ach, komm schon. Ehemalige Gesetzeshüter. Verräter, tot. Oh, passiert. Vermutlich wegen zu viel. Sonst was. Da kommt jetzt wieder ständig ein Leichenwagen. Na, klasse. Wir haben Tag 25 und es sind insgesamt schon 3 Leute gestorben. Yay! Es läuft bei uns im Knast. Ansonsten würde ich den Vorschlag machen... Ach, der hat... Oh, wir müssen ja bei ganz schön viele Leute sind hier gerade durch diese Suchung gegangen, ne? Weil ich das auch festgelegt habe in den Einstellungen. Hier in unserer, in unserem Klemmbrett. Dass alles Mögliche besonders stark zu bestrafen ist. Ablegung, es gibt immer Isolierung übrigens, habe ich jetzt festgestellt. Das ist einfacher. Immer schön 2 Stunden, 2 Stunden. Zerstörung gibt auf jeden Fall 2 Stunden. Das gibt 4 Stunden Isolierung. Fluchtversuch habe ich gar keinen Spaß mit. Das gibt 12 Stunden Einzelhaft. Gefangenen angegriffen, ja, gibt 6 Stunden. Personal angegriffen, da gibt es auch gar nichts dran zu diskutieren. Für mich persönlich. Ernsthafte Verletzung. Kriegt auch 12 Stunden.
Und eine Vergiftung von irgendeinem anderen. Ja, das muss auch mit 12 stehen. Das sind alles so Körperverletzungsdelikte, die müssen. Gefangenen angegriffen. Das muss ernsthaft. Das muss eigentlich alles hochgeahndet werden. Ja, Waffenbesitz. Gibt es bei mir im Knast 10 Stunden drauf. Werkzeugbesitz, juckt mich nicht, gibt es erstmal 8 Stunden drauf. Drogenbesitz gibt es auch 8 Stunden drauf. Und Luxusgüterbesitz kann ich gar nicht festlegen. Isolierung. Luxusgüter, ja komm, 4 Stunden meinetwegen. Gut. Okay, Leichen 1, Vorfälle heute in Einzelhaft eingesperrt, 4 und Leichen gibt es eine. Du hast das Gefängnis für neue Insassen gesperrt. Besucher waren heute hier, Personal ist erschöpft. Ernährungsforschung, das hier haben wir gleich auch geschafft. Serviere 3 gute Mahlzeiten für 2 Tage. Und das kriegen wir auch noch hin. Hundeführer und sonst was müssen wir auch noch alles einbauen. Ansonsten könnten wir unter Einrichtung hier der Laundry ihr Bügelbretter wiedergeben. Die können wir ja sowieso nicht gescheit symmetrisch bauen, diese Laundry. Das heißt, ich werde die einfach immer so bauen. Ja, komm. Das muss jetzt leider einmal sein. Ah, das tut mir so leid. Das muss sein. Tut mir selber für mich leid. Waschmaschine. Naja, können wir später drüber reden. Gib mir... Ach, hier hinten haben wir noch gar keine Laundry. Ja, gut. Waschmaschine doch, damit die einsatzbereit ist. Die Laundry kriegst du auch noch eine Waschmaschine. Wo sind unsere ganzen Waschmaschinen hin? Ich dachte, ich hätte so viel auf Lager gehabt. Unser Lager ist jetzt auch komplett leer. Durch das Löschen des Lagers haben die nichts hier hinten rübergetragen. Wie doof sind die denn bitte? Naja, egal, machst du nichts dran. Dann können wir natürlich auch mal eben auf Versorgung gehen und... Die brauchen aber nur ein kleines Wort. So, und... Einmal bitte. Bau mal eben schnell, ihr habt ja gerade sonst eh nichts zu tun. Halt! Ey, ich hab doch schon auf langsam gedrückt. Wo ist ein Vorfall? Ah, super. Arschloch, lass das. Du Assi. Ich glaube, es geht los. Ey! Ah, kommt, Leute. Ey, die Wache muss das doch mal merken. Gibt's immer auf dem Deckel hier. Ey, was haben wir denn heute Nacht hier für Ausschreitung? Da oben ist auch alles zerstört. Alter, what the fuck? Was ist los mit euch, Leute? Wart, ihr habt hier oben überhaupt keine Gefahrenstufe. 3 Gefangene haben ernsthafte Beschwerden. Ja, und den Rest sagen, ist alles in Ordnung. Jetzt fängt hier unten die ganze Zeit wieder so ein scheiß Leichenwagen. Da unten gibt es auch mal eben einen Aufstand. Ist ja schön. Ah Gott. 104 für Reparationen. Wir haben unseren Knast hier auseinandergenommen. Abregelung 35 Minuten, ja. Ist ja jetzt alles festgelegt worden. Das ist jetzt die ganze Zeit Solitary. Das kann ich nämlich nicht leiden. So, jetzt können wir eigentlich mal eben auf Stationierung gehen. Und auch mal eben gucken... was die Arbeitsplätze so sagen. Der Werkstatt sind jetzt auf jeden Fall genug zugewiesen. Der Wäscherei werden auch noch Leute zugewiesen, dann sind die hier eigentlich alle beschäftigt. Arbeitsplätze insgesamt, kriegen wir das eigentlich angezeigt? Spiel, arbeite. Danke. 4, 8, das hier haben wir 14, das sind 28, sind 36. 36 plus 15 sind 51, plus 12 sind 63. 63 von 106 Gefangenen haben aktuell einen Job. Das können wir natürlich gerne noch vergrößern. Wir könnten eigentlich hier oben riesige Werkstatt hinbauen. Und da auch, oh, ich freue mich. Nee, gut, okay. Ladies and Gentlemen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei der heutigen Folge. Ich freue mich riesig über eure Kommentare, fürs Abonnieren, fürs Liken, fürs für Tipps natürlich auch gerne. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Haut rein.